Ziemlich frei, ganz frei. Aber der Pass muss natürlich ankommen. Und jetzt versuchen sie das Spiel breit zu machen. Es ist eine ganz andere Körpersprache jetzt. Bonnie Lenz nimmt sich den Wurf. Und er ist drin. Erster Treffer heute. 20:20. Noch, sie hat sich ins Spiel gekämpft. Na sicherlich. Jede Spielerin hat ihre Qualität. Und so ein Tor gibt Auftrieb für die nächsten paar Minuten. Das ist immer so ein kleiner Gösselpellen-Effekt, wenn man das Tor trifft. Dann weiß man, heute bin ich auch mit im Spiel. Ich kann auch Entscheidungen mitfällen, mittreffen. Und Bützow Güstrow jetzt wieder komplett. Nicole Müller komplettiert jetzt auf der rechten Außenseite. Ja. Genau so muss man die Nummer 8 begleiten. Sie begleiten. Muss immer wieder auf einen Gegenspieler treffen. Dann kommt sie nicht zur Entfaltung, kann ihren schnellen Schritt nicht ansetzen und kann schon gar nicht ihren gefürchteten rechten Arm in Szene bringen. Ja, Theresa Meissner hatte sie da angegriffen. Und jetzt wird gestellt für eben diese Nummer 8. Aber sie bauen erstmal ruhig auf. Und passives Spiel angezeigt von den Schiedsrichtern. Jetzt muss das kommen. Und da kommt es, nämlich das Tor. 20:21. Durch Antje Krupke. Schnelle Mitte. Konnten sie nicht ausnutzen. Und die Abwehr ist hier versammelt. Sie bis 2 Minuten Strafe gegen Anne Klink. Gut gesehen und gut geahndet vom Schiedsrichter. Und jetzt sperren wir wieder in Überzahl. Zu dicht an der Abwehr. Müssen wieder für hinten raus die Bälle spielen und damit Druck drauf und dann gucken, wo sich eine Lücke ergibt oder der freie Mann steht. Und der technische Fehler von Jule Schiller. Man war gut dran und genau das ist auch das, was Steffen jetzt seinen Spielerinnen sagt. Alles gut, Fehler passieren, aber wir sind dran. Und der Theresia Meissner hat es schön aufgepasst und ist jetzt auf dem Weg zum Konter und er ist drin. Treffer Nummer 5, der Ausgleich 21:21. Und jetzt, Roberto, wie schwer ist es, wenn man so einen Vorsprung von 6, 7 Toren abgegeben hat. Wie schwer sind dann die Beine? Oh, sie werden immer schwerer. Auf. Hoppala, 2 Minuten Strafe. Katrin Hilger. Ja, ihr erster am heutigen Tag. Ja, aber auch nicht wirklich nachvollziehbar eben. Spielerin dreht sich meiner Ansicht nach schon mit der Schulter in den Körper. Lässt sich dann gut angenommen vom Gegenspieler von Katrin fallen und Schiedsrichter reagiert. Kann man so entscheiden, muss man aber nicht so entscheiden. Aber wie gesagt, mit diesen 7 Toren oder 6 Toren, sicherlich kein leichtes Brot für Bützow Güstrow, die sich sicherlich auf der sicheren Seite gewogen haben. Aber das ist auch das, was ich vor Wochen mal zu dir gesagt habe. Einem Rückstand hinterherlaufen und Tore erzielen ist einfacher, als einen Vorsprung zu verwalten. Ja, und das ist natürlich die Frage, wie schwer wird das, wenn Güstrow hier wirklich mit 2, 3 Toren in Rückstand geraten sollte? Dreht sich dann das Blatt und ist es einfacher wieder aufzuholen oder ist man dann zu platt? Ja, wenn man so einen Einzelkönner hat, kann es immer wieder eine einfache Situation geben. Wir haben gerade gesehen, Bützow Güstrow fällt nichts ein. Nummer 8 tritt an, macht ihr 1-1 gegen die Hand und schießt da sauber durch, netzt das Ding sauber ein. Keine Chance für den Torhüter, keine Chance für die Abwehrspielerin. Ja, der hat da die Überzahl ausgenutzt, Schwerinja. Durch die 2-Minuten-Strafe von Katrin Hilger in Unterzahl. Das war keine Überzahl, 5-gegen-5 Situation. Bis eben. Okay, da muss ich mich korrigieren. Gut aufgepasst, Roberto. Von mir, da hat sie. Aber das hat auch bei 5-gegen-5 natürlich viel Platz. Und so nebenbei, das war ihr 10. Treffer und jetzt
Schön aufgepasst von Bonnie Lenz, vergisst aber den Ball unter Fuß entschieden. Und der lange Pass und der muss natürlich besser kommen. Definitiv auf Brusthöhe, Augenhöhe kommen, nicht so ein abgebrochenes Ding. Der 1 Meter vor der Mitspielerin auf dem Fußboden fällt, natürlich eine ganz andere Entwicklung hat, weil es halt als Aufsetzer kommt. Schade trotzdem, weiter geht's Mädels. Ja, Bützow Güstrow, denke ich mal, wird sich in den entscheidenden Phasen auf ihre Nummer 8 verlassen. Haben jetzt Glück durch die Kreisläuferin, die den Abstauber gut annimmt, am Kreis abspringt und sicher verwandelt. Ja, Nancy Schubring, da war auch die Torhüterin weit rausgekommen, hat den Ball nicht bekommen und da ist das Tor natürlich leer. Schwerin wieder voll. Ja, und wir mit 2 hinten, 21, 23. Und jetzt schön durchgesetzt auf Außenseite, Treffer 5. 22, 23, aber sie humpelt, ja. Das wollte ich dir auch gerade anmerken. Also, soweit ich informiert bin, hat sie wohl seit 4 Wochen eine Fußprellung im Sohlenbereich. Hoffentlich hält sie durch. Ja, das kann man auch in der Sinne wünscht man natürlich alle Gesundheit der Spielerin. Und dann lässt sie, wo ich gerade sage, Gesundheit, Jeanette Krüger wieder auf dem Feld, die eben noch die Probleme mit dem Knie hatte, jetzt scheinbar wieder fit genug, um spielen zu können. Das ist schön zu sehen. 22, 23 und die Chance jetzt für Schwerin zum Ausgleich. Bonnie Lenz mit dem nächsten Versuch scheitert an der Torhüterin. Das ist auch ein schlechter Winkel für eine Rechtshänderin, da brauchst du ein bisschen mehr Platz. Das heißt, der Ball muss von links nach rechts durchgespielt werden, 1-2 Mal. Dann kommt ein bisschen mehr Platz zustande. Das ist dann auch für die Nummer 11 natürlich hilfreich, einen anderen Winkel zu nehmen. Und schön, jetzt endlich mal einen Block auf die Nummer 8. Ganz einfach zugestellt. Und dann kann man so eine Bälle auch blocken, weil sie ist nicht größer, sie ist halt nur etwas kräftiger. Das heißt, die Vorteile sind nicht unbedingt auf ihrer Seite. Ja, das hat man gesehen, wir sind sich freut, dass es geklappt hat. Theresa Meissner hat dann noch einen Moment Zeit mit der Bank, sich nochmal auszutauschen, noch ein wenig Mut mitzunehmen, das Selbstvertrauen, die Lust am Handballspiel. Da versucht es wieder und gibt zwar den Freiwurf, der Ball ist gehalten. Und da gibt es 7 Meter und da gibt es die 2 Minuten gleich hinterher. Gegen Jule Schiller. Und nun geht wieder Cassie Maria Skarska an. Den 7-Meter-Punkt verwandelt auch diesen sicher. Ihr 5. 7 Meter, ihr 11. Treffer in diesem Spiel, 22-24. Oh, verliert sie den Ball, kriegt keinen Freiwurf. Und das heißt, es ist zurückkommen für die Schwerinerin. Wieder in Unterzahl. Da ist die Lücke für die Nummer 8 und Ballbesitz für Grün-Weiß-Schwerin. Jetzt das Spiel wieder beruhigen wollen. Oh, der Ballverlust. Janet Krüger, Theresa Meissner ist dran. Aber diese Ballverluste tun natürlich weh, weil die Zeit rennt ja auch. Gegen Grün-Weiß-Schwerin. Nur eine Durchsage an alle Sportfreunde. Der Fahrer des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen Lüsbro, VV, Ja, 7 Meter. Fuß eingeschlafen.
Beste Voraussetzung, um 7 Meter zu halten, wenn der Fuß eingeschlafen ist. Ja, Torwartwechsel, während da Antje Kruppke nochmal behandelt wird, ja, auf Seiten von Grümmelschul. Ich kann jetzt länger stehen und gerade das ist vielleicht heute notwendig. Mal schauen. Schauen wir mal. Währenddessen haben wir gehört, dass ein Güstrower Fahrzeug sollte sich doch vom Parkplatz bewegen. Wenn das jetzt eine Spielerin ist, dann macht das doch nervös, oder? Das denke ich doch schon, aber... Der war sicher verwandelt. Das war der siebte 7 Meter für Bützow Güstrow, der sechste von ihr und Treffer Nummer 12. Drei Tore Rückstand jetzt. Und Theresia Meissner, da fasst sie sich den Mut. Und da hört man es. Ne? Es ist doch so einfach. Ja, es ist sehr einfach. Aber die beiden Halben, halb links und halb rechts, haben beide noch nicht das Mittel gefunden, auch noch nicht den Mut dazu, einfach mal selber eine Aktion zu starten. Dadurch natürlich Theresia Meissner auf sie alleine gestellt. Obwohl es sehr einfach ausschaut und auch scheinbar einfach ist. 23, 25 der Spielstand. Und das war schön gespielt. Haben sie schön die Variante, aber der Ball am Tor vorbei. Da war nicht mal der Torwart dran. Und jetzt 5,5 Minuten vor dem Ende die Chance für Grümmer-Schwerin hier auf 1 zu verkürzen. Jetzt hört man, jetzt sollen sie kreuzen. Und Maria Kluth sieht die Lücke. Da zeigt die Abwehrspielerin es auch. So eine Lücke war da. Und die hat sie genutzt. Und jetzt kommt Anna Linke zum 7 Meter. So, 7 Meter. Nummer 6. Und auch der gehalten. Und ich weiß, wie du das siehst, aber das war ein bisschen mit Ansage gerade. Der verworfene 7 Meter? Warum? Nee, die Ecke. Also, ich hab's gewusst. Ja gut, du hast mehrere Spiele gesehen. Du weißt, wie Anna Linke jetzt mittlerweile wirft. Sie hätte die Variante Nummer 2 von vorhin nochmal nutzen sollen, oben ins Eck zu setzen. Weil er sah sehr sicher aus und souverän. Wäre vielleicht die einfache Variante und die bessere Variante gewesen. Dann wäre man auf einem Tor dran gewesen, aber auch jetzt hat man nochmal die Chance, sich den Ball wieder geholt. Man ist ja dran auf der Arena-Seite. Und klar ist der Theresia Meissner, wie sie sich da durchsetzt. Mit der Körperdrehung. Noch 4 Minuten. Oh, und dann hat man nicht das Glück. Bonnie Lenz greift danach. Und hat dann das Glück, dass sie den Einwurf bekommt. Schwerin bleibt also im Ballbesitz. Aber so langsam muss der Ball auch mal rein.